Ja, wir sind hier in Kokokau, lustigerweise beim deutschen Bezirksschornsteinfegermeister, der ein bisschen aus der Art geschlagen ist, Seemann geworden. Und nachdem es mit dem zu Seefahrer immer nur stressig war, macht er jetzt nur noch Überführungsfahrer und hat sein Boot geparkt und einen Freizeitpark aufgemacht auf dem großen Sandgrundstück. Das ist also genial, wie das erschlossen ist, muss man sagen. Tipptopp. Ja. Mit Hirn und Verstand, gell? Deutsche Handwerksmeister, da siehst du mal, was bei denen in der Birne steckt. Genau. Das ist also wonderful, würde ich sagen. Wonderful. Irgendwo im Nirgendwo, ja. Da lebt sich stress schick. Ja. Das ist abartig. Da fehlt jetzt bloß noch die kleine Vietnamesin, die hier rumrennt, nur mit einem Tuch begleitet, ja. Das kennt man also. Genau, und da gibt es Häusle zum Mieten. Ja, die hat er jetzt erst kürzlich gebaut, sehr clever gemacht, muss man sagen. Ja, also Hut ab. Aber es ist wirklich so, dass wenn man da mal eine Weile ist, dann werden Teile des Gehirns gebootet, die sonst nicht mehr vorhanden sind. Unheimlich kreativ. Genau. Ein Wunder. Das ist der gute Chef. Aus dem sein Hirn ist das Komma. Ich bin der erste Angestellte. Ja, von dir selber. Oh ja, also ein Paradies. Jungs, da müsst ihr herkommen.